So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon White 2. In diesem Part machen wir ein weiteres Event, was ihr alle machen könnt. Es handelt sich dabei um ein Genesect-Event, um das Genesect-Event. Und wie soll es anders sein, um das machen zu können, brauchen wir erstmal ein Genesect. Das hole ich mir hier vom Postboten ab, der hat es mir freundlicherweise hergebracht. Und ihr könnt das nämlich auch so machen, ihr könnt es auch hier vom Postboten im Pokécenter holen. Dazu müsst ihr einfach Mr. Gift downloaden. Den könnt ihr vom 12. November, nee, tut mir leid, vom 12. Oktober, also wenn Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 erscheinen, bis zum 12. November, also einen Monat lang, könnt ihr auch den per Wi-Fi downloaden. Dann bekommt ihr so eine Geschenkkarte, also so eine Karte halt, und mit der könnt ihr hier beim Postboten in irgendeinem Pokémon Center euch das Genesect holen. Es sieht dann irgendwie so aus wie das hier, was ich habe. Wird wahrscheinlich nicht so japanisch und so halb englisch sein, sondern auf Deutsch mit den Attacken in Technoblast, also auf Deutsch Tech Blaster, Magnetbomb, Deutsch Magnetbombe. Und Solar Beam, Solarstrahl, Signal Beam, Ampelleuchte. Die Attacken wird es dann wahrscheinlich drauf haben, kann ein bisschen abweichen. Ich weiß ja nicht, auf welchem Level ihr das bekommt. Auf jeden Fall könnt ihr es dann bei Release downloaden. Ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen. Und bevor ich jetzt nochmal wegmache, setze ich es an die erste Stelle und gehe zu dem Ort, an dem wir das Event vollführen werden, nämlich zum P2 Labor. Ich gehe jetzt einfach unkommentiert dahin, damit ihr wisst, wie man dahin gelangt. Wenn ihr schon wisst, wie man dahin gelangt, könnt ihr die Anmerkung hier anklicken, die ich einfüge, damit ihr dort schon zum Video vorspult, an dem wir beim P2 Labor sind. Und hier wären wir beim P2 Labor. Wir gehen am besten gleich mal rein ins Labor und dort wartet ein ziemlich verwirrter Professor auf uns, der erstaunt ist, dass wir Genesect im Team haben, und der will nämlich gegen uns jetzt erstmal kämpfen, wenn er denn aufhört zu labern. Oh ja, wir wollen gegen dich kämpfen, genau. Übrigens, das habe ich völlig vergessen. Um dieses Mr. Gift zu downloaden, braucht ihr neben Wi-Fi natürlich ein Modul, also ein Modul vom Spiel Pokémon Weiß 2 oder Schwarz 2. Auf den Versionen Schwarz 1 und Weiß 2 geht es leider nicht. Also braucht ihr schon das neue Spiel. Hier setze ich mal die Attacke Tech Blaster ein, wird nicht sehr effektiv sein, da es vom Typ normal ist. Aber was soll's, wir sind eh ein bisschen overlevelt. Wie gesagt, ihr braucht ein europäisches Modul. Wenn ihr ein amerikanisches Modul habt, funktioniert das leider nicht. Wenn ihr ein japanisches Modul habt, funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Also braucht ihr ein europäisches Modul.
falls ihr noch keins habt, wie gesagt, oder ihr wollt ein zweites haben, unten in der Beschreibung ist ein Link den Spielen. Dort könnt ihr das Spiel vorbestellen. Je nachdem, wann ihr das Spiel, wann ihr das Video schaut, ist das Spiel schon erschienen. Dann könnt ihr es auch natürlich bestellen über den Link und damit würdet ihr mir helfen. Wenn ihr es schon nirgendwo anders gekauft habt, auch völlig okay. Aber wäre halt nett, wenn ihr es noch nicht habt und ihr es dann über den Link kaufen würdet. Ja, wenn ihr den erstmal besiegt habt, gibt der nette Kerl euch erstmal so ein, ich weiß nicht, wie es genau auf Deutsch heißt, ich glaube einfach Wassermodul. Und weil er so nett ist, bekommen wir auch noch ein Eismodul. Hier heißt es Chill Drive und Douse Drive oder wie auch immer. Wie ihr jetzt bald sehen werdet, steht da nämlich hier bei Chill Drive, dass es eine Kassette oder halt ein Modul für das liebe Genesect ist. Wenn das Genesect das Modul trägt, dann wird die Attacke Tech Blaster zum jeweiligen Typ, also hier zum Typ Wasser und hier zum Typ Eis. Wenn ihr Pokémon Black 2 habt, bekommt ihr das Feuermodul und das Elektromodul. Also je nachdem, welche Edition ihr habt, bekommt ihr verschiedene Module. Ich rüste unser Genesect mal mit dem Wassermodul aus, so. Und dann kämpfen wir auch gleich mal. Also merkt euch das. Ohne Modul ist die Attacke Tech Blaster vom Typ Normal. Mit Modul ist es je nach Modul ein anderer Typ. Ihr werdet jetzt auch gleich sehen, dass die Animation der Attacke Tech Blaster anders aussieht, weil sie jetzt halt vom Typ Wasser ist. So, wir setzen jetzt Tech Blaster ein und ihr seht, sie ist blau. Die Animation ist ja natürlich logisch, schließlich ist die Attacke vom Typ Wasser jetzt und dann ist sie halt blau. Jetzt setzen wir mal irgendwas anderes ein, damit wir nicht immer die gleichen Attacken einsetzen. Fast schon besiegt, aber leider noch nicht ganz. Also setzen wir nochmal Tech Blaster ein und besiegen diesen bekifften Chipmunk. Das war es eigentlich im Grunde auch schon. Das war das Genesect Event. Ihr könnt alle dran teilnehmen. Ich wiederhole es nochmal. Den Mystery Gift könnt ihr downloaden vom 12. Oktober, also vom Release Date von Pokémon Weiß 2 und Schwarz 2 bis zum 12. November. Tut das auf jeden Fall. Dazu braucht ihr einfach nur ein europäisches Modul und Wi-Fi Connection. Wenn ihr keine Verbindung irgendwie zu Wi-Fi habt zu Hause, dann geht irgendwo in den McDonald's. In jedem McDonald's gibt es einfach freien Wi-Fi-Zugang und ladet euch dort das Genesect runter. Lohnt sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Wenn ihr findet, ihr wollt es nicht, dann ja, dann halt nicht. Aber meiner Meinung nach lohnt es sich auf jeden Fall. Das war es von mir mit diesem Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Event, im nächsten Part. Also bis dahin, Leute, man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.